Weil der Hund war früher ja mal ein Bode. Es war ein reines Bodentier. Der Hund jetzt. Der Hund, aha. Ne? Er war ein reines Bodentier, mein Er war ein Bodentier. Ja. Ne? Deswegen beißt er heute manchmal auch noch einen Briefträger, weil er eigentlich sauer ist, dass der seinen Job hat. So, ne? Weil er. Ne? So, und er will das selber machen, ne? Oder was? So, und jetzt pass auf, mein Engel. Ja. Jetzt ist es so, dass sie von der Mafia, ne? Von der Wettmafia. Ja. Die sorgen jetzt dafür, dass sie ihre Gewinne aus aller Herren Länder, dass sie die mir sorgen, irgendwie an den Hund verpusemuckeln, damit der das darüber trägt. Was heißt an den Hund verpusemuckeln? Was soll das denn sein? Na, du willst doch wohl nicht dort so ein Hund so eine Satteltasche umhängen mit Geld drin. Das ist völlig auffällig, wenn so ein Hund losläuft. Was ist denn verpusemuckeln? Was ist das? Indem man das Geld zum Beispiel muss sorgen. Man macht es zu Rohstoffen. Mal sagen, Gold, Silber, Platin, Wolframdraht ist ganz wertvoll. Und dann reibt man das zum Beispiel jetzt mal sagen, hier so Silber nimmt man denn und sprüht damit so einen Schnauzer an. Dann fällt er gar nicht auf. Wie, dass er Silber ist von außen? Ja, es gibt silberne Schnauzer, ich weiß das, ich hab das mal gesehen. Und dann läuft der Hund doch in Silber ja, über. In Silber über. Das ist wie mit Wertfröbe damals bei James Bond. Och, da haben sie immer gesagt, Goldfinger oder Goldfinger. Was? Da haben sie immer gefragt, wie hat ein Goldfinger bloß das ganze Gold geschmuggelt? Wer fährt doch immer nur mit seinem Auto in die Schweiz rein? Am Ende haben sie festgestellt, das ganze Auto war aus Gold. Und so ist das auch. Da werden zum Beispiel jetzt mal sagen, spezielle Hunde, die dafür geeignet sind, wertvolle Gegenstände dort hinüberzutragen. Nach China. Ne? Und dann ist eine Gold. Und einer ist Silber ja. Und einer ist Bronze. Platin. Also Platin. Ein Drahthaar-Terrier, der transportiert vielleicht Wolfram. Wolfram. Ne? Ein Drahthaar-Dackel zum Beispiel, der transportiert teure Briefmarken. Briefmarken? Ja, Briefmarken kann man doch als Wertmarke. Das ist doch was wert. Mal sagen, so ein riegelblauer Mauritius, die haben dann da die Perforierungslöcher da drin. Und dann wird das über den Dackel rübergesetzt, bis das unten auf der Haut aufliegt und die Haare gehen da so durch und überdecken das. Und der wird dann später, wenn er in China ist, wird er von der Mafia einfach rasiert. Und dann werden sie die teuren Briefmarken, nehmen sie ab und legen die weg. Mein Engelmann. Die Briefmarken? Ja, zum Beispiel. Die auf den Hund draufgeklebt worden ja, sind. Ja, sehr. Das ist eine Art zu transportieren. Ein Hund kommt mal als Golden Retriever. Der Golden Retriever! Es ist ein Hund, der sich, muss sagen, verwandeln kann. Man merkt es ihm nicht an, dass er ein reiner Goldstaubträger ist, mein Engel. Ja. Ne? Ja. Er wird eingesprüht in Gold. Mhm. Ne? Ja, ist und er dann, ja sowieso schon, ist er Golden Retriever. Ja, so, und dann gibt das so, und dann treffen sich die Hunde und sie werden vorher angekobert, damit sie, muss sagen, sich erinnern, dass sie reine Bodenhunde sind und nach China zurück wollen. Und das machen sie dann, indem sie über die Seidenstraße nach China gehen. Das über die Seidenstraße. Ist ein Weg, der in dem Hund verankert ist. Es ist ein alter, von alt her, ein alter Weg, wo die Hunde dann mal sorgen, da langlaufen. Über die Seidenstraße. Über die Seidenstraße. Und dann haben sie nur noch das Problem, wie sie dann nach China reinkommen. Da müssen sie ja noch die chinesische Mauer überwinden. Wo geht denn die Seidenstraße? Ist das Indien oder was ist das? Die Seidenstraße? Indien, Japan, Malaysia, das ganze Programm. Japan, das ist auch ganz woanders. Japan, China, die Ecke da. Ja, die Ecke. Geht man noch gleich hoch. Die Ecke, weißt du, du bist ja auch großzügig mit der Geografie, ne? Die Ecke. Ich bin nicht großzügig mit der Geografie. Ja. Die Geografie ist mit mir großzügig. Dann lass mal so einen armen Hund bis nach Japan laufen und dann sagst du ihm, April muss doch nach China, ne? Ich weiß doch gar nicht, was April ist. Er hat doch sowieso, dann ist doch chinesischer Kalender. Da sagen sie wahrscheinlich zu ihnen Schwein oder Affe oder sowas. Ja. Gib mir bitte gleich einen Hobel. Ja, ja. Es beschäftigt mich. Du siehst doch, was ich wenn komme, da sowas, es beschäftigt mich. Wenn du schon wieder jetzt mal sagen, ein Schäferhund, der wird wahrscheinlich, oder ein Schäferhund, der vielleicht macht der ja Wolfram. Kann ja auch der Schäferhund machen, weil der ist näher am Wolf dran. Da fällt das nicht so auf. Am Wolf dran, ja. Man weiß das nicht. Aber es ist ein Transporthund. Und er läuft dann lang. Und dann hier mit so einem Kreditkartenskandal. Das sind wahrscheinlich genau die gleichen Leute da. Von der Mafia, mein Engelmann. Ja, Moment, das war ja nur in Spanien. Ja, und? Das ist ja auch der Wettskandal, wo ja auch nicht überall. Hier in Deutschland, nicht nur, wollte ich sagen. Das war auch in anderen Ländern. Und genauso Kreditkarten, die sammeln sich dann die Tiere, die werden zusammengeführt, die Hunde, mit einem Lockstoff wahrscheinlich. Und dann laufen sie in Kette, mein Engel, dann laufen sie in Kette über die Seidenstraße nach China und liefern das ab. Zum Beispiel der Husky jetzt, ne? Der Husky.
der ist besonders gut geeignet dafür, mir sorgen, die ganzen Kreditkarteninformationen zu tragen. Der Husky ist sowieso ein reiner Datenträger. Es ist ein Datenträger, weil er sich sehr lange am Nordpol aufhält und am Südpol gelegentlich. Dadurch ist er stark magnetisiert, der Hund. Es ist ein Magnethund. Es ist ein Magnethund, der Husky. Und da die Betrüger nehmen die geklauten Magnetkarten und ziehen die einmal durch. Wie durch? Wo durch? Ja, durch die Haare. Durch die Haare. Und dadurch, weil der magnetisiert ist, nimmt der Hund über die Haare die Informationen von den Kreditkarten auf. Ich schätze mal, dass so ein Husky gut ist für 20.000 Kreditkarten. Ein strammer Husky. Man sagt doch auch, es ist ein Schlittenhund. Schlitten. Man sagt doch, wenn man eine Karte rein... So ein Schlitten, ne? Habe ich mal gesehen. Ne? Ein Schlitten? Ja, sehr, ja. Wie was? Ach so, hier bei so ein Kreditkarte. Ja. Deswegen wahrscheinlich ist es ein Schlittenhund. Man macht einmal so. Hoppla. So, und dann ist die Information von der Kreditkarte auf dem Hund gespeichert. Und wenn du jetzt muss sagen, so einen Haufen Schlittenhunde hast, dann muss sagen, haben die Informationen von 1 Million Kreditkarten. Und wenn die in China angekommen sind, laufen die durch so ein Ding durch. Weißt du, wie ein Flughafen, wenn man da durchgeht, ne? Und dann wird das aus dem Husky herausgelesen, die Info. Das wird aus Ihnen herausgelesen. Das wird aus Ihnen herausgelesen. Oder nehmen Sie den vielleicht so und halten den dann vor so einem Geldautomaten und ziehen ihn dann dadurch, dass Sie das Geld rauskriegen. Sie müssen es ja wieder auseinanderdividieren, die ganzen Infos, müssen Sie einzeln zuordnen. Und dann wird der Golden Retriever, das wird ja das Gold, ne? Mein Ingo-Mann. Das stand nämlich auch auf der Karte drauf. Auf der Karte ein Gericht zum Beispiel war Hundepfoten. Das ist wahrscheinlich, ne, auf diesem Kochbuch, Hundepfoten. Wahrscheinlich von Hunden, die jetzt versucht haben, sich auf der Reise zu bereichern. Dem haben sie dann die Pfoten abgehackt. Da wird die Pfote gekocht in China. Oder jetzt muss ich sagen, stand auch gedämpfter Hund. War auch ein Gericht. Gedämpfter Hund. Das wird der Golden Retriever sein. Aus dem wird das Gold herausgebügelt. So, wenn du mal Kerzenwachs bei dir auf deine Tischdecke haust, dann legst du doch auch einen Zeber drauf und dann mit dem Dampfbügel an. Dann geht das Gold in das Zeber und du kannst es wegtragen. Das ist gedämpfter Hund, mein Engelmann. Das ist gedämpfter Hund. Der kommt dann später auf die Karte auf. Doch gibt es zum Beispiel auch Hund in Orange, mein Engelmann. Hund in Orange? Das muss ein ganz kleiner Hund sein. Den nehmen sie wahrscheinlich für Kleingeld. Wie so ein kleiner Hund. Ja, weil sonst passt er doch gar nicht in eine Orange rein. Hund in Orange heißt doch nicht, dass der in der Orange drin ist. Da ist er doch drin. Nein, das ist nur, der hat die... Moin. Der, ah, mein Sohn, Mann. Der ist doch nur... Was ist denn mit Soße? Was? Das ist Orangensoße, ist das. Was, das ist Hund in Orange, das ist ja Kleingeld. Irgendeiner muss auch die Münzen transportieren, da sind wir gar nicht von abbringen, ne, Jens? Und geht denn das gut? Ja. Was kann ich dir für die Pilze machen? Ich glaube, so ein bisschen Kartoffelsalat hätte ich gerne. Und 2 Pilze. Das alles? Kartoffelsalat? Ja. Möchte ich noch eine Wurst mit? Ich habe noch eine große Schinken. Ja, du willst sie loswerden? Ja, das ist die richtige Frage. Habe ich vorhin gerade... Ja, na, dann packen wir an. Das ist auch und 2 Pilze noch. Ja, eine für den Weg und eine für jetzt. Wieso, Jens, hast du mitgegriffen hier in der Zeitung, ne? Stand doch hier Queen Elisabeth, ne? Ja. Elisabeth. Die hat eine Reisekrone. Eine Reisekrone. Sie hat eine echte Krone und eine Reisekrone. Ja. Hab ich gelesen. Hast du gelesen? Ja. Die Reisekrone ist die Reisekrone leicht. Wird wahrscheinlich nicht so schwer sein, ne? Bitte! Sie wird nicht so schwer sein! Das habe ich zu Frau Kager auch gesagt. Ja, da ist doch nichts. Ich schneide durch. Ne? Und weißt du warum? Sie ist leichter, ne? Ja. Weißt du warum? Sie könnte doch auch mit der normalen, schweren Krone könnte sie doch auch verreisen. Das habt ihr doch umgenommen. Speckkartoffel, ne? Jo. Weißt du warum? Na, warum? Wegen dem Übergepäck. Das ist gar nicht schlecht. Ja, sie darf nur 20 Kilo, ne? Wenn sie nur 10 schon auf dem Kopf hat, ist scheiße, ne? Kann sie nur eine Handtasche mitnehmen, ne? Ich hab das mit Frau Kager ausprobiert. Was? Hast du hier eine Krone gebaut, oder was? Jo, also ein Adventskranz. Und auch einen Reise-Adventskranz genommen, nee, oder was? Wir haben einmal immer den gleichen genommen und dann haben wir diese kleinen Metalldinger da mit einem Piekser unten dran da reingesteckt. Und dann haben wir erst kleine Kerzen genommen und ein paar weniger. Mhm. Und dann große Kerzen und ein paar mehr. Kleine Kerzen, ein paar damit weniger. Damit das eine schwere